Böden sind multifunktional. Beispiel erfüllen sie die wichtige Kühlungsfunktion im Siedlungsraum. Das heißt, sie können das Wasser vom Niederschlag speichern und später für die Pflanzen zur Verfügung stellen und durch die Verdunstung von dem Wasser die Atmosphäre kühlen. Ich habe hier eine Bodenprobe, die wir aus Profilen in verschiedenen Tiefen entnehmen im Rahmen von Bodenkartierung. Von solchen Bodenproben bestimmen wir im Versuchslabor bodenphysikalische Eigenschaften, also zum Beispiel wie viel Wasser dieser Boden speichern kann. Das bestimmt auch zum Beispiel im Siedlungsraum, wie gut durch die Verdunstung von Wasser und der Böden das Klima dann gekühlt werden kann.